So, ja, Grütteldumitanl. Ja, willkommen zu einem kleinen neuen Projekt, würde ich mal sagen. Anlässlich von Doom Eternal spielen wir jetzt mal Grütteldumitanl. Doom Eternal. Darauf hätte ich ganz gerne Lust. Erstmal gucken. Dass wir schwach sind, das hier ist gut. Okay. Also unseren Befehlen entsprechend anpassen, das würde bedeuten, ist doch egal. So, wir spielen mit Doom 2 als Grundbasis, dann mit der Turner, mit der aktuellen Brutal Doom Version natürlich. Das hier würde ich gerne rauslassen. Wir spielen mit dem aktuellen HUD. Und dann kommt jetzt noch was Wichtiges dazu. Und zwar gibt es endlich, oder habe ich endlich gefunden, gab es tatsächlich schon etwas länger, Dummheit lässt grüßen, gibt es eine neue Flashlight-Mod. Tada! Wie man sieht, bereits von 2018. Ja, wobei ich sagen muss, sie war versteckt im Internet. Ja, ich habe lange gesucht und gefunden, aber sie war lange versteckt. So, mit dem ganz so schönen Gedönst geht's dann jetzt quasi auch los. Eternal Doom, Doom Eternal, whatever, von TNT. Team Eternal, okay, von Team Eternal habe ich noch nie, hab nie was gehört. Egal. Wir spielen es nicht auf Realism. Nee, ich spiele normal. Wir spielen normal. So, Hell on Earth, Ultra Violence. So. Okay. Sieht aus wie so ein, ja, keine Ahnung. Pfandflaschenbehälter? Wow, man bekommt Schaden und Waffen. Nett. Ja, aber hier haben wir doch keinen Schaden bekommen. Nö. Hier ist auch ein Muster drin. Boah, Alter. Digga, du bekommst überall Schaden. Ist hier wieder eine Bohne drin? Nein. Hä? Okay. Okay, heißt das, es gibt nur einen einzigen Raum mit Boni? Der war welcher? Der da. Ah, geschafft. So, wo war die Schrotflinte? Da. Was gibt's hier noch so? Nee, erstmal nicht. Ah. Shotgun-Modul. Ach, siehst du, apropos. Natürlich hier wieder unser Backpack. Thanks. Mehr nicht. Okay, hier ist eine Tür. Oh. Und das erste Monster. Oh, Hilfe. Okay. Haha. Digga, was ist hier los? Fängt ja gut an. Haha. Wow. Alter. Ich traue mich nicht rauszugehen. Diese scheiß Tür hier. Ja,
Okay, es klingt ruhig. Nee, ich höre doch noch wieder jemanden. Quick save. Klappe. Oh, noch einer? Ja, lauf durch. Ich bin Arzt. Oh. Oh, Alter. So weit kannst du gar nicht schießen, ey. Boah. Alter. Wollt ihr mich ruinieren? Was? Von wo? Oh mein Gott. Ach komm. Warte mal. Boah, Alter. Okay, erstmal, wir sind erstmal relativ sicher. Also speichern. Boah, das geht denn hier schon wieder ab, ey. Nice. Vor allem gleich mit dem Glas. Vor allem muss man noch dazu sagen, dieses Map-Pack ist Vanilla Doom kompatibel. Und das ist schon echt hart geil. Weil dieses Mal wieder so eine Map ist genauso wie mit Back to Saturn. Back to Saturn X. Die zeigt, was eigentlich so alles mit der Vanilla Doom Engine möglich ist. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir macht sich immer so das Gefühl auf, so geil wie diese Maps hier sind, warum haben die Original-Doom-Entwickler, also die quasi die Vanilla-Maps von Doom 1, Doom Ultimate und Doom 2, so eine Features nie ausgenutzt? Ich meine, man sieht doch, was für geile Effekte man erzeugen kann. Aber gut, die haben sich halt eher so auf, wow, höllisches Design. Moment, jetzt geht's doch weiter. Okay, also hier ist ein Gang. Der ist aber hier draußen nicht mehr eingezeichnet. Den sieht man hier draußen nicht mehr. Ein bisschen geschlampt, würde ich mal sagen. Okay, gehen wir mal weiter. Mal gucken, was uns noch so erwartet hier. Ein Imp. Wow! Doch, da waren zwei Imps. Och, leck mich doch, Alter. Stehen die genau hintereinander? Ich glaub es nicht. Da hinten ist ein Pistol-Typen und zwei Shotgunner. Und ein fucking, nicht Spectre. Pinky. Pinky. Ein fucking Pinky. Okay. Lass ich erstmal in Ruhe. Nice, gefällt mir. Das hier Barrieren oder? Okay, die tun uns nicht weh, aber man kommt doch nicht durch. Interessant. Achso. Yellow Key. Wegen dem Licht hier oben, das sah gerade so aus, als wenn hier eine Geheimtür wäre. Aber war wohl nur wegen dem Licht.
Okay, hier sind wir wieder am Anfang, wie es aussieht. Hier geht einmal rundherum. Okay. Also, hier brauchen wir was Gelbes. Haben wir nicht. Dann gucken wir mal. Hier ist eine Tür. Die geht auch auf. Ich gucke trotzdem erstmal hier lang, weil hier ist offener Bereich. Oh, und ein, alter Bekannter. Na komm. Der hat gesessen, Alter. Zum Glück hat er sich hier kooperativ verhalten, sag ich jetzt mal. Da ist auch eine Tür. Frage ist, welche öffnen wir zuerst? Ich bin mal für die hier, weil wir gerade hier sind. Keine Falle? Oh. Uah. Ich wollte links klicken, nicht rechts klicken. Oh mein Gott. Ich höre dich. Nice. Oh. Lol. Gefängnis ein. Ein Autoshotgun. Wir haben eine Autoshotgun. Ja, was die hier sind, ist natürlich geil. Die einfach mal ein Gefängnis hier. Hoffentlich kommen sie nie raus. Ich freue mich schon auf die Lost Souls. Danke dafür. Oh, die Wand hier. Ach nee, oder? War doch klar. Das muss ein Secret sein. Oh. Okay, das Ding wird uns wahrscheinlich doch... Hä? Moment mal. Doch, sind zwei von den Dingern. Ja, dann wird uns das Ding definitiv behilflich sein. Und ich weiß auch schon genau, wo wir unsere Autoshotgun einsetzen. Die Frage ist halt nur, was passiert zuerst? Kommen wir erst hier rein? Oder öffnet sich erst die Falle? Oder ist das überhaupt eine Falle? Oder ist es einfach nur Optik? Also Blende hier für immer drinne. Aber ich persönlich schätze mal, weil das ist hier so einfach so typisch angelegt. Sobald man hier reingeht, öffnen sich diese ganzen Dinger hier. Und dann hat man alle mit einmal am Hals. Das wäre einfach so Doom-typisch. Ne? Jeder, der schon so viel Doom gespielt hat wie ich, kennt solche Fallen. Okay, dann gehen wir doch erstmal hier rein, weil bei dem anderen Raum brauchen wir irgendwas Rotes. Und diese blaue, grüne Kugel da, diese Unsterblichkeit-Kugel da, will ich mal noch nicht nehmen. Frage ist, was erwartet uns hier? Ich speichere schon wieder viel zu häufig. Kann das sein? Oh, auch war noch klar, Spektre. Well, wo bist du denn? Dass sie immer so rumzappeln müssen, ey. Komm her. Ernsthaft? Ich hab hier Staub? Klar. Ey, die müssen wir hier immer wieder durchfegen. Digga, wenn man alleine beim Treppen runtergehen, hier Staub aufwirbeln, guckt euch schon das an. Alter, wer arbeitet hier als Putzfrau? Und warum kommst du nicht näher? Ist das schon wieder so eine transparente Linie? Was natürlich geil ist, kann ich besser anpositionieren. Ja. Geil, Alter. Also manchmal machen es die Map-Designer einem auch echt leicht. Das heißt, wir können mal gucken. Erstmal alles rauslocken, was drin ist. Und jetzt können wir hier schön alle in Ruhe nacheinander abklappen. Hallo? Warum hat man hier eine Linie hinzugefügt, durch die Monster nicht durch können? Ich verstehe das nicht. So, okay, mal wieder ein bisschen hier, ein bisschen, dürfte eigentlich alle Monster raus sein? Oh. Oder auch nicht. Lass mich durch, ich bin Arzt. Jetzt ist noch einer. Und wenn ich mich nicht ganz vergucke, dann ist da ein Imp. Ja, da ist ein Imp. Dachte es wohl, ich sehe dich nicht, Junge. Okay, gibt es noch mehr unerwünschte Gäste?
Na ja, komm. Okay. Da haben wir noch ein Imp. Und das war's dann. Okay. Ich schätze mal, das soll hier so nicht sein. Ja, hier auch. Wasser auf dem Pult ist nicht sehr freundlich. Wobei, das ist ja eher Säure. Wow, hier ist auch noch einer. Okay, man kommt nicht rein. Schade eigentlich. Ja, doch, man muss da aber rein, weil das ist ja Boni. Kommt man hier rein? Auch nicht. Das heißt also, hier kommen wir auch erstmal nicht weiter. Dann gucken wir mal, was gibt's noch. Ah, genau, da hinten. Das mit dem, blöde Cave-Lock-Taste. Hier, genau. Wow. Die noch einer. Hallo. Ja, kommt her. Ihr Bitches. Digga. Nicht Rambo oder was? So, weiter. Eine Hand, ey. Fühlt sich schon wieder so lapprig an. Oh, warte. Hallo. Okay. Ah, wir haben eine Uzi. Oh, dann ist Säure. Also wahrscheinlich eine Falle. Ja, war klar. Ach nee, ein Fahrstuhl. Okay. Wow. Lol. Ey, ich konnte gerade wie gerufen. Wow. Oh, Alter. Nein, ich runterfallen. Och nee, kaputt, Dieme. Kannst du mich einmal in Ruhe lassen? Ernsthaft? Nein, du da ist. Arschloch. Och nee, nicht doch noch Kakko, Dieme. Haha, Noob. Na komm her. So, noch ein Kakodemon oder war es das jetzt hier? Alter, dass man die Textur von so weit oben kommen erkennt. Oh nein, wir unten. Okay, da ist ein Schalter. Ist der für den Fahrstuhl? Ich hoffe mal ja. Ja, ist ein Fahrstuhl. Sehr schön. Oh, das ist einer. Wow! Digga! Boah! Was zur Hölle ist denn hier los?
sehr unfreundlich, ja. Muss ich ja mal anmerken hier. Ist ja hier nicht sehr nett. Ist das ja. Okay. Oh oh. Das mit deiner Mutter war ich nicht. Sie hat sich alleine gefickt. Nennt sich Selbstbefriedigung. Okay, ich versuche erstmal zu ihm zu kommen. Fuck. Die hier wollte ich. Oh. Ach, das war der Imp. Nice. Arschloch. Ich bin so aufgeregt. Hey, ach, da hinten. Ja, bam, danke. Okay, brauchen wir wieder eine blaue Karte. Alter, überall kommen mal irgendwelche Karten. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ah, okay. Hier können wir so schnell also auch nicht weiter. Oder du bist übersehen, ne? Der Raum ist aber so komplex, da kann man durchaus was übersehen haben. Ich guck doch mal überall lang. Jetzt gibt es aber noch ein Secret. Ne, also schaltet sich erstmal keiner. Okay, gehen wir jetzt mal wieder hoch. Automatischer Fahrstuhl, auch geil. Gut, wo... Ja, das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist tatsächlich das Ding mit der grünen Kugel da. Hier geht's ja erstmal auch nicht weiter. Aber auch klar. What? Och nö, ernsthaft jetzt? Boah, Alter, immer die Sachen, wenn man Schaden bekommt, einfach. Hätten die ja nicht irgendwelche Warnfelder machen können? Achtung, radioaktiv oder sowas? Ich verstehe das nicht. Müssen wir uns also beeilen, wenn wir da durchrennen. Okay, sind wir zumindest schon mal. Das hier sind Schalter. Darauf hättest du kommen sollen. Das Problem ist für die Boni, das lohnt sich gar nicht, weil wir bekommen mehr Schaden, als wir da drinnen bekommen. Das ist doch Bullshit, oder? Ich wüsste doch gerne, wo das Secret ist hier. Wäre geil, wenn irgendwo so ein Hazard-Suit wäre. Leck mich doch am Arsch. Ah! Ah, wenn man von Teufel spricht. Halleluja. Oh! Danke. Was macht man. Ah ja, stimmt, man bekommt trotzdem Schaden. Nur halt extrem selten. Ah, blaue Karte. Nice. Okay, wir haben eine blaue Karte. Die blaue Karte brauchten wir. Wow, da wo wir gerade waren. Also einmal Cut Marsch.
Ab nach Japan. So. Okay, gut. Das ist wieder so ein gespiegeltes Ding. Hat also hier sind wahrscheinlich auch Monster drin. Ja. Na, sag ich doch, gespiegelt. Okay. Ach so. Klassische Leiter. Oh. Oha. Oha. Arschgeburt. Was? So, jetzt auch wieder ein Schalter wahrscheinlich. Ach, hier ist der hier vorne. Okay, was hat er jetzt gemacht? Hä? Das hat sich doch gar nichts geändert, oder? Achso, da hinten sind Türen. Hat sich wahrscheinlich dafür eine geöffnet. Die Frage ist, wie kommt man denn jetzt raus? Nee? Nee, sind beide noch zu. Wow. Was hat denn der Schalter jetzt gerade gemacht? Nö. Irgendwas anderes geöffnet hat der Schalter auch nicht. Hä? Ach, das Ding ist jetzt unten. Lol. Okay. Voll daneben, Alter. Das war gerade peinlich. Ein bisschen Boni. Oh, da hinten ist auch noch Boni. Aha, ein Schalter. Der hat jetzt genau was gemacht? Also hier schon mal nichts. Was? Boah! Boah! Ah! Ja, lol, ey. Achso, ist ja schon unten. Weil wir rausgesprungen sind und dann noch bevor der Fahrstuhl ganz unten war, hat die Tür allein nicht funktioniert. Ist ja hier gerade genauso. Normalerweise wäre der Fahrstuhl in dem Moment, wo wir hier rüber gelaufen sind, wieder runtergegangen. Dadurch, dass wir aber hier rüber gelaufen sind, noch bevor er ganz oben war, hat die Tür allein nicht gewirkt. Altbekannte Du-Methode. Lernt es auswendig. Morgen schreiben wir darüber ein Diktat. Wir haben jetzt die rote Karte bekommen. Rot war da unten, ne? Genau, doch, mit der Autoshotgun. Geilomato. Halt da lang. Okay, jetzt hier aufpassen. Frage ich mich, wann sich das Ding öffnet hier.
Okay, noch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf Risiko. Fuck the shit, I'm out. Okay. So war das nicht geplant. Moment mal. Ah. Hä? Lol. Ach, leck mich doch. Hä, ist das geil. Man kann die Dinger einzeln aufmachen. Alter, ist das genial. So, bei den beiden muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, das mache ich doch lieber gleich mit der Auto-Shotgun. Hallo? Boah, ey. Achso, falsche Seite. Digga, brauche ich aber 12. Wie viel? Doch. 13 Schuss verbrauche ich. Alter, das kannst du ja so nicht machen. Okay, dann machen wir es noch ein bisschen lamer. Wow, passieren aber auch eine Menge Schaden. Ah, das ist mir fast zu unschön, aber was soll's. Wir sind immer im Sprengrad, das kriegen dadurch nochmal extra Damage. Ach, ich bin doch bescheuert. Wir haben noch diese Kugel da. Da. Haha. Halt, da. Ach Leute, die Dinger öffnen sich. Boah. Nein, das wäre Verschwendung. Ist das geil? Ist er wie... Ah! Geburtstag. Was... Ah! Lol. Was ganz witzig ist, weil... ich habe heute Geburtstag. Ich werde 25. Yay, Automap haben wir auch noch. Geil, können wir gleich mal umschauen hier, was es noch so alles gibt. Nicht mehr viel. Ja, bloß noch das beim Gelben. Keine weiteren Secrets. Ach ja, klar. Wir haben ja schon 1 von 1 Secrets. Mehr Secrets gibt es also nicht. Na dann, komm mal mit, mein Lieben. Mein. Hä, bin ich jetzt da drinnen? Leute, bin ich da drinnen. Bis mal so warten, bis er sich zu uns teleportiert. Es gibt noch 2 Gegner gerade mal. Lol, haben wir es ja fast geschafft. Ist ja die nice. Mal wieder nice, nice, nice. So, da hinten ist gelb. Ja, genau hier. Hallo? Einer da? Warte, ich speichere erstmal. Oh, nö. Boah, Alter, ich hasse euch für die Pest. Geh weg. Wow! Beide geschafft, ohne Schaden zu bekommen. Und wir haben alle Gegner besiegt. Lol. Okay, aber ich gehe trotzdem nochmal erstmal einmal zurück. Dann können wir uns nämlich nochmal hier diese Schachteln holen. Ein bisschen Shotgun-Munition. Dankeschön. Ja, kommen 4 hier, ne? Kann ich auch nochmal hier. Ist halt absolute Verschwendung. Wo war das denn jetzt? Hallo? Ach da. Okay. Haben wir sogar noch ein paar Clips bekommen. Finde ich ganz cool. Aber vor allen Dingen haben wir halt schon viel Shotgun-Munition. Das finde ich extrem nice. So, jetzt hier weiter.
Ach so, okay. Verstehe schon. Ja, war klar. Geil! Erste Level von Doom Eternal. Oh mein Gott. Unser Freund ballert hier gleich los. Oh Gott, oh Gott. Ja, das glaube ich auch. Ach du Scheiße. Okay. Heute nicht. Das ist nächstes Level. Das hebe ich mir auf. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich zu Clicker Hero wieder. Und dann müssen wir mal gucken, was wir denn machen, ne? Weil ich würde persönlich erstmal sagen, weil dadurch, dass eh pro Folge, pro Tag nur eine Folge Doom rauskommt, mache ich das jetzt wirklich mit Doom-Aufnahme auch pro Tag. Und nehme zwischenzeitlich, also wie gesagt, immer mal Clicker Heroes auf. Und das heißt also, Clicker Heroes wird jetzt wahrscheinlich erstmal relativ oft kommen, mehrmals pro Tag. Kann aber durchaus sein, muss ich mal gucken, wie sich das da eintaktet. Könnte nämlich durchaus sein, dass bei Clicker Hero die Folgen mit der Zeit immer kürzer werden, weil wir halt immer mehr idlen müssen zwischendurch. Wird sich zeigen. Auf jeden Fall, das war es erstmal mit Doom. Dann sehen wir uns dann zu Clicker Heroes wieder. In dem Sinne, schau mal vor.